So. Namens erstmal, ne? Jo, ich hab schon alle gesehen. Benno, Horst, Udo seid auch wieder da. Prima. Finde ich toll. Erstmal Dankeschön dafür. Dankeschön auch an Kolbingkapelle. Dankeschön auch an Pastor, der wieder da ist, wie jedes Jahr. Und jedes Jahr, ihr wisst, heute ist Donnerstag, 1. Juli. Und das heißt Pips Party hier im Fenner Grill. Ja, das wisst ihr ja auch, sonst wäre er ja nicht da, ne? So, und dann geht's auch los mit Musik, hinterher ist Tanz und was weiß ich. Und Brötchen habt ihr ja alle schon gegessen und ist auch wieder ein Bierfass angezapft. Da auch erstmal Dankeschön noch für an Benno Fenne, der wieder alles möglich gemacht hat überhaupt erst. Ja, danke Benno. Und jetzt geht's auch gleich schon los mit unserem Sänger. Als erstes, wie jedes Jahr, haben wir wieder den Gerd Bentis. Ja, Gerd Bentis. Weiß ich ja, dass er bei euch ganz besonders beliebt ist. Letztes Jahr haben wir ihn ja mit der Schubkarre nach dem Fest noch zu seiner Frau fahren müssen. Rein wie ja, Gerd Bentis, da war nochmal extra Applaus. Er ist schon 5 Jahre ja auch dabei. Da können wir nochmal richtig klatschen hier hinten auf der Schlafwagenabteilung. Ja. Ja, Gerd hat ein Lied mitgebracht. Ich sehe hier vorne Rieskamps Tochter, ich sehe Schmidkamps Tochter. Und ich weiß auch, Benno, dass dein Sohn das T-Shirt auch hat. Tötet Onkel Dietmeier steht da drauf. Und das hat der Gerd jetzt mal aufgegriffen. Ich will mal sagen, der will das mal angreifen oder mal auch aufgreifen. Der will das mal angreifen, weil das ist nicht richtig. Und wir haben hier noch nie seit 10 Jahren keine Schlägerei gehabt überhaupt. Noch. Wollen wir auch nicht haben. Wollen wir gar nicht haben. Und wollen wir gar nicht haben. Und das Lied, was der Gerd jetzt mitgebracht hat, das heißt ein bisschen Freundlichkeit. Und ich glaube, das kann auch gut und gerne das Motto für heute Abend sein, ein bisschen Freundlichkeit. Man muss ja auch nicht immer gleich töten wollen und groß kraschlagen und Pipapo machen und was weiß ich noch alles. Dann mal Applaus für Gerd Bentis und seine Hotpants aus Meppen mit Sigi Stender an der Hemmelorgel. Schmidkamps Fritz an Schlagzeug. Und Friedrich Jonsson an der Gitarre aus Haselünne. So, los geht's, ne? Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf. Vergitterter Himmel und Herzen wie aus Stein gebaut, Blicke so kalt und ein Kind, das die eigene Oma beklaut, Neger die Trommeln, Millionen mit verengter Vorhaut. Ist das wirklich die Welt, die wir uns vorgestellt? Ein bisschen Freundlichkeit, ein kleines Lächeln, ja auch mal Liebe und ein Wort, das Vertrauen schafft. Das Bad benutzen, einander die Zähne putzen, sich auch mal ein Pips ausgeben und zärtlich die Hoden halten. Ein
kleines Lächeln. Ja, auch mal Liebe und ein Wort, das Vertrauen schafft. Anderen keine Grube graben und nicht mit Puppen flippen. Als Größte den Regenschirm halten, nicht mit vollem Munde sprechen, immer von rechts bedienen und draußen nur Kännchen bestellen, nicht dauernd am Sack sich kratzen, Behinderte nicht an Bäume ketten, Fahrräder gehören in den Fahrradkeller, Licht im Hausflur nicht brennen lassen, nicht in die Grünflächen brechen, rauchen nur in der Raucherecke. Nach dem Fremdgehen auch zur AIDS-Beratung gehen, Frauen nicht als Sexualobjekte brauchen, zu Nonnen nicht Pinguine sagen und nicht zu viel rauchen. Das ist der Daumen, der schüttet die Flammen. Das ist der Zeigefinger, der kommt im Daumen. Ready, any slack?